Ja, vielen Dank, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Vielen Dank, liebes Bündnis, dass das Thema nochmal wieder auch zu einem Thema gemacht wird, weil es ist ja nun in der Tat relativ ruhig geworden um dieses Thema Freihandelsabkommen. Ich kann als erstes schon mal sagen, wir werden, wie wir es bisher auch getan haben, in der Opposition bleiben, auch wenn wir in den Bayerischen Landtag einziehen werden. Wir werden aus der Opposition heraus auf jeden Fall die Freihandelsabkommen, so wie wir es bisher getan haben, bekämpfen und dagegen angehen. Es ist aber alle Ehren wert, dieses Thema auch wieder aufzugreifen. Das Problem des vermeintlich falschen Bündnispartner Donald Trump ist ja ein bisschen, hat dabei auch ein bisschen eine Rolle gespielt, der ja TTIP auf Eis gelegt hat, wodurch das Thema dann insgesamt auch ein Stück weit aus der öffentlichen und aus dem öffentlichen Bewusstsein rausgekommen ist und auch aus den Medien rausgekommen ist. Die Ultraliberalen in der EU, in der Europäischen Union, nutzen das jetzt, die ja Freihandel als Allheilmittel anpreisen, nutzen das, um an einer Art Anti-Trump-Strategie, mit einer Art Anti-Trump-Strategie jetzt wieder Freihandel durchzusetzen. Das ist das Perverse oder das Merkwürdige daran. Und ich denke, es ist trotzdem aller Ehren wert, wenn wir weiterhin sagen, wir sind trotz Donald Trump, trotz seiner Position gegen Freihandel und kämpfen weiter gegen Freihandel. Das Vorzeigeobjekt und die Hauptauseinandersetzung haben wir jetzt um CETA. Das wird ja in Teilen bereits angewendet, es wurde bereits gesagt. Für die endgültige Ratifizierung ist allerdings die Zustimmung aller EU-Länder notwendig. Also auch Deutschland und in Deutschland halt eben dem Bundesrat. Da ist auch schon darauf verwiesen worden. Eine gewisse Hoffnung liegt auch darauf, weil wir hatten ja die Auseinandersetzung bereits in Belgien, dass womöglich dort das Regionalparlament, nämlich das wallonische Regionalparlament, das tut, was sie auch in der Vergangenheit schon gemacht hat, nämlich sich dagegen aufstellen. Auch wenn das geschehen würde, wäre CETA nicht ratifiziert. Aber es gibt viele andere Abkommen, die im Windschatten erfolgen. JEFTA ist auch bereits genannt worden mit Japan. Der Investitionsschutzteil ist ausgeklammert worden, die regulatorische Regulierung ist ja dennoch drin, aber auf die Art und Weise hat man sozusagen das Problem der Ratifizierung umgangen. TISA, da geht es um die Dienstleistungen, auch gerade um beispielsweise Gesundheitsdienstleistungen, die mich ja besonders betreffen. Eine Verhandlung zwischen der EU und 22 Staaten, da ist die Gefahr ja, dass öffentliche Dienstleistungen in der Tat ausverkauft werden. Das ist ausverhandelt, aber im Moment ist Ruhe. Also nach den Informationen, die wir haben, ist es de facto ausverhandelt, aber im Moment ist Ruhe. Sie gehen nicht an die Ratifizierung ran. Es gibt ein Freihandelsabkommen EU-Myanmar, es gibt ein Freihandelsabkommen EU-Australien-Neuseeland, es gibt ein Investitionsabkommen EU-China, es gibt ein Abkommen EU-Singapur, ein Freihandelsabkommen, es gibt das EU-Menosur-Abkommen, Assoziierungsabkommen, EU-Mexiko-Globalabkommen, EU-Indonesien, Freihandelsabkommen, EU-Vietnam, Freihandelsabkommen, alle sind verhandelt, teilweise abgeschlossen, im Windschatten der Ruhe, die da inzwischen sozusagen entstanden ist. Das muss man sehen. Aber wir haben auf der anderen, und wir haben natürlich das, was nochmal extrem großen Ärger macht, nämlich den Vertrag über die Energiecharta. Schon längst abgeschlossen, in der Vergangenheit, aber das ist die vertragliche Grundlage, auf die Vattenfall derzeit halt eben die Bundesrepublik Deutschland verklagt und 2,7 Milliarden Euro dafür haben will, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Aber es gibt auch Gegenbewegungen. Länder, die aussteigen aus für sie unakzeptablen Verträgen. Indien beispielsweise will 82 Investitionsschutzverträge kündigen. 82 Investitionsschutzverträge. Südafrika will Abkommen mit einer Reihe europäischer Staaten kündigen. Da gehört unter anderem auch Deutschland mit dazu. Brasilien, da ist es so, dass das Parlament sich verweigert, 14 Abkommen dieser Art zu ratifizieren. Die liegen insofern deswegen auf Eis. Also es gibt auch weltweit eine entsprechende Gegenbewegung, in die wir uns einreihen können. Ja, und es ist nicht vorbei, das merkt man. Es ist ruhiger geworden um das Thema, aber es ist keineswegs vorbei, es ist keineswegs erledigt und es ist unverzichtbar, weiterhin dagegen anzugehen. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da das widerständige Bayern ein Stück weit gegen in Stellung bringen. Das gibt es, das widerständige Bayern. Das gibt es auch in langer Tradition. Ich erinnere da an Kurt Eisner. Das ist derjenige gewesen, der den Freistaat Bayern nach der Wittelsbacher Herrschaft ausgerufen hat. Freistaat Bayern ist keine Erfindung der CSU. Das ist eine Aussage von Kurt Eisner gewesen, vom USPD. Das ist wichtig.
dass uns das klar wird, dass das unser Begriff und unser Staat ist. Und ich will auch erinnern, das hat auch was mit dem widerständischen Bayern zu tun, an Wilhelm Hoegner. Es ist ja bereits genannt worden, die Bayerische Verfassung. Die Bayerische Verfassung ist im überwiegenden Teil, nämlich gerade in dem Teil, wo es um Wirtschaft geht, wo es um Arbeit geht und Ähnliches, von Wilhelm Hoegner mitentwickelt worden, einem sozialdemokratischen Ministerpräsident, der von 45 bis 46 Ministerpräsident in Bayern war. Und der das mit vorangebracht hat, der hat zwei Dinge in diese Verfassung hineingebracht. Das eine sind die Aussagen, die ja auch bereits zitiert worden sind, zu Wirtschaft und Arbeit. Das zweite ist sozusagen die Volksgesetzgebung, die wir in Bayern haben. Wozu ja auch das Volksbegehren gehört. Das ist meine Gelegenheit, auch nochmal auf das Volksbegehren aufmerksam zu machen, was wir derzeit ja auch hier vorantreiben. Da geht es um den Pflegenotstand in Bayerns Krankenhäuser. Wir sammeln nach wie vor Unterschriften dafür. Man kann da auch nach wie vor bei uns unterschreiben. Wir haben über 35.000 Unterschriften. Für die Zulassung des Volksbegehrens brauchen wir 25.000. Aber es ist besser, wenn wir an die 40.000 herankommen, weil das macht natürlich mehr Eindruck. Und die werden uns wahrscheinlich auch einige Unterschriften rausstreichen. Es ist gut, immer die Verfassung dabei zu haben. Wir haben sie deshalb sozusagen in einer kleinen Form, in einer kleinen Art und Weise aufgelegt. Da kann man sie auch immer mit dabei haben. Es ist noch besser, sie zu lesen und es ist noch besser, sie zu leben. Ich glaube, es ist wichtig, bei dieser Landtagswahl dafür zu sorgen, dass Verfassungsparteien in dieses Parlament hineinkommen. Und Verfassungsparteien, das sind nicht oder überwiegend nicht die, die jetzt drin sind im Parlament. Und auch nicht die jetzt an der Regierung sind. Das kann man an vielen Stellen festmachen. Unter anderem kann man es festmachen an einem Punkt beispielsweise, der auch was mit TTIP, Freihandel und Ähnlichem zu tun hat. Artikel 156, Kartell- und Konzernverbot. Der Zusammenschluss von Unternehmen zum Zwecke der Zusammenballung wirtschaftlicher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig. Insbesondere sind Kartelle, Konzerne und Preisabreden verboten, welche die Ausbeutung der breiten Massen der Bevölkerung oder die Vernichtung selbstständiger, mittelständischer Existenzen bezwecken. Wer das sozusagen auch umsetzt in Politik, der hat es verdient, in den Bayerischen Landtag hineinzukommen. Vielen Dank. Danke, Harald, für diese starken Worte. Das ist, wie gesagt, wir müssen uns einfach wieder auf unsere Wurzeln berufen. Wir müssen uns darauf, auf die Tradition, die von anderen Leuten ja immer wieder zitiert wird. Wir haben eine Tradition, unsere Vorväter haben vieles erkämpft, haben es zu Papier gebracht und wir müssen einfach dafür sorgen, dass dieses auch umgesetzt wird und nicht irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmern verschimmelt, sondern echt gelebt wird.